schauen wir uns jetzt mal den Geldmarkt aus keynesianischer Sicht an. Wir hatten für den Geldmarkt ganz allgemein formuliert auf M als Geldangebot, als nominales Geldangebot und P mal L als nominale Geldnachfrage. Und unsere keynesianischen Annahmen waren, dass M exogen, P exogen und das kennzeichne ich hier mit so einem Querstrich über der Variablen, einfach um sich daran zu erinnern. Und insbesondere unsere Liquiditätspräferenz, die Liquiditätsnachfrage, reale Geldnachfrage der Haushalte von Y und I abhängig ist. Mit den Vorzeichen LY ist größer 0, also die partielle Ableitung von L nach Y ist größer 0, die partielle Ableitung von L nach I ist kleiner 0. Ja, dann würde unsere Geldmarktgleichung so aussehen, einfach alles eingesetzt, muss man vielleicht gar nicht groß begründen. Diese Geldmarktgleichung, die können wir jetzt auch in einem Diagramm darstellen, wo unsere in dieser Gleichung endogenen Variablen, und das sind ja y und i, wieder an den Achsen stehen. Das kennen wir bereits vom Gütermarkt, auch da waren y und i und die endogenen Größen und wir hatten die Kombination von y und i, die diese Gütermarktgleichung erfüllt haben, also zur Gleichung gemacht haben, als IS-Kurve dargestellt, also die Gleichgewichte des Gütermarktes. Und genauso gehen wir jetzt hier vor beim Geldmarkt. Wir würden alle Kombinationen von Y und I hier abtragen in einem Diagramm mit I und Y an den Achsen und nennen dann die Menge aller I-Y-Kombinationen, die diese Gleichung erfüllen, die LM-Kurve. Auf der LM-Kurve gilt also M ist gleich P mal L. Nun ist es ja auch denkbar, dass M größer ist als P mal L. Dann hätten wir ein Überschussangebot auf dem Geldmarkt, weil wir die linke Seite als Angebotsseite bezeichnet haben. Alle diese Kombinationen von Y und I, wo das der Fall wäre, liegen wieder oberhalb der LM-Kurve. So ähnlich vergleichbar war es ja auch bei der IS-Kurve. Deshalb sage ich so wieder. Und die Überschussnachfragen auf dem Geldmarkt, also um genauer zu sein, wenn M kleiner ist als P mal L von Y und I, würden wieder darunter liegen. Das ist einfach erstmal so eine Behauptung, so vorab ein Bild, was man sich vielleicht auch merken kann, wenn man über Makroökonomik nachdenkt, dass die LM-Kurve derartig aussieht, also einen steigenden Verlauf hat, darüber die Überschussangebote und darunter die Überschussnachfragen auf dem Geldmarkt eingetragen werden könnten. Nun können wir das aber auch begründen, warum dieser Anstieg der LM-Kurve derart ist. Das können wir einerseits wieder grafisch, andererseits formal durchführen. Beginnen wir mal mit der grafischen Begründung. Wir konstruieren diese Kurve und dazu würden wir in einem Diagramm erstmal die beiden Seiten unserer Geldmarktgleichung, Geldangebot und Geldnachfrage, abtragen in einem Diagramm mit I an der senkrechten Achse. Also unsere I-Achse ist jetzt sozusagen unsere Bezugsgröße. Wir schauen von links auf das Diagramm drauf und würden erstmal unser Geldangebot hier abtragen. Und daher sind wir ja davon ausgegangen, dass das eine Konstante ist. Das heißt, wenn ich von links auf das Diagramm drauf gucke, wäre diese Konstante eine senkrechte. Das ist mein Geldangebot M quer. Die Geldnachfrage war über die Spekulationskasse hingegen von I abhängig. Und wir hatten gesagt, dass der Zusammenhang so ist, dass L nach I kleiner ist als 0. Das heißt, wenn ich so von links drauf gucke, wäre die Funktion L von I eine fallende Funktion. Unsere gesamte Geldnachfrage ist dann noch multipliziert mit der Konstanten P und außerdem auch noch von Y abhängig. Das habe ich hier mal mit angetragen. Ja, da, wo sich beide Funktionen schneiden, ich habe diesen Punkt mal hier A genannt, wäre dann das Gleichgewicht auf dem Geldmarkt. Und ja, wir könnten jetzt diesen Punkt A hier, ich zeichne es mal mit einer anderen Farbe einfach nach, rüber transferieren. In diesem Punkt haben wir einen bestimmten Realzins IA auf das Diagramm rechts daneben, wo wir auch I auf der in senkrechten Achse abgetragen haben. Nun möchte ich ja meine LM-Kurve aber auch noch in einem Diagramm oder in einem Diagramm abtragen, wo Y an der anderen Achse steht. Um das zu können, müsste ich sagen, ja, in meinem Punkt A herrscht eben ein
bestimmtes Einkommen, nennen wir das mal erstmal Y0. Und zu diesem Y0 gehört dann der Realzins IA und wir hätten unseren Punkt A hier rüber transferiert in das rechte Diagramm. Ich habe hier die LM-Kurve schon mal so vorgegeben. Können wir auch nochmal rausnehmen, damit wir sehen, dass diese steigende Kurve jetzt erstmal konstruiert wird. Ja, um jetzt bei einem anderen Einkommen Y auch den Gleichgewichtspunkt, das dazugehörige I, auszurechnen, müssten wir erstmal unser Einkommen erhöhen. Sagen wir mal, wir erhöhen es auf y1, was größer ist als y0. Und unsere Kurve würde sich dann nach oben verschieben. Wenn wir hier so von links auf das Diagramm gucken, auf das linke Diagramm, verschiebt sich die Kurve nach oben. Warum? Weil unsere Abhängigkeit der Liquiditätspräferenz L von y ja größer ist als 0. Das heißt, wenn y steigt, steigt L. Wenn ich jetzt ein größeres y1 gegenüber y0 annehme, dann muss ich also diese Kurve nach rechts verschieben. Jetzt hätte ich neu die blau eingetragene Liquiditätsnachfrage. Das Liquiditätsangebot, also das Geldangebot, bleibt gleich und das neue Gleichgewicht wäre dann im Punkt B. Zum Punkt B gehört ja wieder ein Realzins IB. Den könnte ich jetzt hier wieder so übertragen auf das rechte Diagramm. Und beim Zins IB herrscht ja unser Einkommen Y1, was größer ist als Y0. Das haben wir auch übertragen. Die Koordinaten sind dann der Punkt B. Ja, so habe ich das mit diesen beiden Punkten gemacht. Ich hätte jetzt natürlich auch das Einkommen stetig variieren können. Und wenn wir das tun würden und alle Punkte abtragen, erhalten wir unsere steigende LM-Kurve. So wie wir das vorhin schon mal vorweggenommen haben. Ja, jetzt war das die grafische Begründung. Ich hatte ja auch noch eine formale Begründung angekündigt. Wie würde das Ganze formal aussehen? Unsere LM-Kurve ist in diesem Diagramm mit I und Y an den Achsen ja eine Funktion I von Y. Und wenn ich den wissen will, ob diese Funktion jetzt steigend oder fallend ist, müsste ich mir nur überlegen, wie ist deren Anstieg dy nach dy. Oh, das ist die Ableitung i nach y, als Differentialquotient ausgedrückt. Ja, unsere LM-Kurve ist also eine Funktion i von y und hat den Anstieg dy nach dy. Diesen Anstieg könnten wir jetzt bestimmen, indem wir unsere Geldmarktgleichung total differenzieren und dann nach dy durch dy umstellen. Das wäre so der grobe Fahrplan. Das können wir hier mal Schritt für Schritt machen oder nachvollziehen. Ich habe es ja schon hingeschrieben. Wenn ich unsere Geldmarktgleichung, die ja ganz oben steht, total differenziere, dann würde ich mir erstmal überlegen, welche Größen ändern sich denn jetzt hier gerade. Und das sind hier die Größen y und i, weil ich ja dy nach dy wissen möchte und diese beiden, die Änderung dieser beiden Größen ins Verhältnis setze. Ja, alle anderen Größen sollen sich jetzt nicht ändern und wenn ich dann die linke Seite total differenziere, dann wird aus m einfach 0, also weil sich ja nichts ändert, ist keine Größe, die sich ändert, dann wäre die partielle Ableitung nach den sich ändernden Größen 0. Schauen wir uns mal die rechte Seite an. Da hatten wir erstmal unser y. Nun würden wir erstmal die partielle Ableitung nach y bilden. Und das wäre erstmal die äußere Ableitung, der feste Koeffizient p, mal der partiellen Ableitung von l nach y. Wir müssen diese Ableitung gar nicht konkret ausführen. Wir wollen eigentlich nur hinschreiben, dass es um diese partielle Ableitung geht und kennen ja ihre Vorzeichen aus der Annahme heraus. Ja, und diese partielle Ableitung, die multiplizieren wir mit der marginalen Änderung von y, die wir schlicht dy nennen. Das gleiche machen wir mit der Variable i. Hier würden wir die partielle Ableitung nach i bilden. Das wäre jetzt p, den Querstrich darüber habe ich bloß vergessen hinzuschreiben, mal li, also die partielle Ableitung der Liquiditätspräferenz nach i. Ja, und das multiplizieren wir mit der marginalen Änderung von i, die nennen wir di. Nun haben wir schon das totale Differential der obigen Gleichung und nun müssten wir das bloß noch umformen zu dy nach dy,
beide Größen sind ja hier in der, im totalen Differential enthalten. Wir müssen bloß entsprechend umformen. Das könnten wir in einem ersten Schritt durch p teilen. Ich nehme es hier mal einfach so raus. Dann bleibt übrig, was in der zweiten Zeile steht. 0 ist gleich l nach y dy plus l nach i dy. Dann bringen wir dieses l nach y dy vielleicht auf die andere Seite. Dann steht da minus l nach l nach y dy ist gleich li dy. Und jetzt würden wir einfach und durch dy teilen, damit auf der linken Seite unser gewünschter Ausdruck herauskommt. Und auf der rechten Seite bleibt dann übrig minus ly durch li. Das ist hier schon der Anstieg der LM-Kurve. Fraglich ist noch, was hat das jetzt für ein Vorzeichen? Wir wollen ja zeigen, dass die LM-Kurve steigend ist. Und dazu ja, überlegen wir uns, welche Vorzeichen diese einzelnen Größen haben. L nach y haben wir annahmegemäß gesagt, das ist eine positive Größe. L nach i haben wir annahmegemäß gesagt, das ist eine negative Größe. Mit dem Minus davor ergibt sich dann ein insgesamt positiver Ausdruck. Unser Anstieg der LM-Kurve ist jetzt minus L nach y durch L nach i und größer 0.